Herzlich willkommen zurück zu Minecraft WG. Yeah. Ah, danke für die Brüche. Nehme ich alles gerne. Danke. Tschüss. Ich glaube, das lag eher an euren Headbang als an dem Beatbox. Das Beatboxing war wirklich gut. Ja, das Beatboxing war gut, ja. Oh, scheiße, ich ist ja Beatbox hier an. Vielleicht. Ich war gerade so auf der Fremdsauber gebrüht. Wir sind immer noch ohne Fee unterwegs. Wo die verschollen ist, wissen wir einfach nicht. Ja, Gargamel hat sie geklaut. Fee, wo bist du? Im Weltraum irgendwo wahrscheinlich. Da oben fliegt sie bestimmt. Von einem Stern zum anderen. Oder so ähnlich. Von einem Stern zum anderen. So, ich wollte an der Bühne weiterbauen. Das heißt, ich brauche Glowstone jetzt. Haben wir noch welchen? Wisst ihr das? Nee, ne? Könnte sein. Muss mal nachgucken. Ja, ich habe mal sortiert. Welchen gesehen. Ansonsten gehe ich halt in die Hölle und hole mir welchen. Und Fanny, du machst das FF weg und machst da mitten eine richtige Leinwand hin. Ja, schwarz? Ja. Ne? Ja. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch schlafen gehen, weil es ist mitten in der Nacht irgendwie, ne? Schwarz. Ach, ja, von mir aus gehe ich schlafen. Schwarz-weiß, ja, ist egal, ob du es weiß oder schwarz machst, das ist völlig wurscht. Weiß oder schwarz. Sollen wir schlafen gehen oder was? Haben wir jetzt? Nein, das sieht ja gut aus. Habt ihr schlafen spielen? Ich spiele gerade schlafen. Also dann müssen wir alle schlafen gehen, weil sonst ist ja irgendwie doof, ne? Aber jetzt ist schon Tag. Achso, ja, kann ich wieder zurückrennen. Ich schlafe immer im Laufen, das ist ganz normal. Das ja, weil ihr alle Admins seid. Ja, eigentlich musst nur du schlafen. Unverschämtheit, ja. Die Kantra auch Admin? Ich glaube, im Moment, warte, ja. Ah, cool. Auf Tab drücken, dann siehst du das. Chemisches Zeug. Achso, die rot sind. Ah. Genau. Ich habe ja mir jetzt am Wochenende endlich mal so eine Economy-Plugin auf dem Server spielen können. Das ist echt cool. Was ist das? Da kannst du dir, also du kannst erstmal dir einen Job auswählen. Und kannst mit dem Job dann dir Geld verdienen, Money. Das sind auf dem Server aktuell Rubine. Und mit dem Geld kannst du durch Chest-Shops dir bei anderen Spielern was kaufen. Die kriegen dann wiederum das Geld. Oder halt selber Shops öffnen und dir dadurch Geld verdienen. Ja. Was? Und ich plane in Zukunft eigentlich noch, dass irgendwelche Plugins sich mit Geld gekauft werden können. Also zum Beispiel für eine Zeit dir Fliegen kaufen kannst. Aber ich glaube, das ist komplizierter, als ich mir das überlege. Oder ja, stimmt schon. Aber das ist eine geile Idee. Das ist nicht schlecht, das ist mehr was anderes, ja. Ich habe auch überlegt, dass ich mein YouTube-Motto ändere. Ich nicht mehr Spiele gemeinsam erleben? Nein, doch, das ist natürlich immer noch das Motto, das wissen ja alle, aber ich glaube, ich nenne mich jetzt Meister der Monologe oder so. So passend. Dafür redest du zu wenig. Hust, hust. Meister der Monologe. Ja. Ich glaube aber, das können alle Let's Player so Monologe halten. Ja, yeah, komm her! Ich nicht. Unterschwellige Ironie oder was? Ne, man muss doch monologisieren. Aua! Das macht alles wieder gut. Ja, dann lass ich mein Motto. Neben der Bühne. Das hab Haus? Ich hingebaut, mal. Länger? Ja, das ist schon. Ne, das. Da. Das war kurz nachdem wir die Bühne. Bevor wir die Bühne angefangen haben. Ich finde, jetzt, wo Fee nicht mehr kommt, können wir eigentlich ihr Café auch trotzdem in die Luft springen. Ja, eigentlich, ne? Ja, lass mal machen. Ja. Die freut sich bestimmt. Nochmal ja, den Dynamit hinlegen. Das gibt's nicht. Der Server leckt so. Jetzt hör auf, diesen Gas zu bekämpfen. Also ich finde das schon krass, dass ich jetzt in so einer kurzen Zeit, also vom 20. bis 29. bin ich von. Ich glaube 200 Abonnenten auf 500 aufgestiegen. Das finde ich ein bisschen krass. Ja, gut, das liegt halt am Stream. Ja, stimmt schon. Aber das Problem dabei ist, das habe ich dir auch schon geschrieben, dass nicht alle diese deine Videos gucken. Ja, das sieht man auch an den Klicks halt. Ja, das siehst du halt echt krass. Ne? Das sind halt einfach nur Gefälligkeitsabos, nenne ich es mal, weil du im Stream bist und weiß nicht, vielleicht hat da sogar Mitchell gesagt, abonniert den Jungen, dann machen sie es natürlich auch. Nee, das sagt er normalerweise nicht, aber. Hat er aber gesagt. Achso, ja, dann ist es logisch. Ja. Nein, die haben, also er hat gesagt, guck mal auf den Kanal vorbei, weil ich bin halt so einer, ich bin auch beim Stream und was nicht alles, ich bin ja ein bisschen ruhiger und ich sag nicht halt auch nicht immer so, ja, jetzt sofort komm auf meinen Kanal und guck mal nach und guck mal dies.
weil ich einfach nicht abgestempelt werden will. Jetzt, ja, das muss Abo geil oder sonstiges. Deswegen halte ich einfach meistens immer so meine Klappe und sage darüber gar nichts so Tolles, was eigentlich auch ein Fehler ist. Was ich eigentlich voll, weiß nicht, ich finde das voll bekloppt irgendwie, wenn man die Leute dann so abstempelt, nur weil sie da sind und vielleicht mal sagen, ja, guck mal, ich habe einen Kanal. Ich meine, ETF. Also das war jetzt bei mir, als ich im Stream war, waren da auch wieder welche, oh, der macht Werbung, so nach dem Motto, das ist, keine Ahnung, soll ich die ganze Zeit die Fresse halten und nicht sagen, dass ich einen Kanal oder habe oder soll ich es verleugnen? Das ist, ich finde das total affig, wenn man dann Leute da deswegen verurteilt oder sogar flamed. Das ist Kindergarten einfach. Also ich finde es auch legitim, dass man da darauf hinweist, dass man auch ein Let's Play ist, warum auch nicht? Ja, genau. Also, man ist ja nicht nur im Stream, weil es einen Spaß macht, sondern vielleicht auch, weil man von anderen Leuten mal gesehen wird und die einen auch gut finden. Ja, das stimmt. Naja, gut, also jetzt bei Sips war ich schon, weil ich gerne mal mit ihm streamen wollte. Jetzt habe ich halt gesehen, dass es nicht so hundertprozentig passt, aber ja, trotzdem, wenn man danach fragt oder sowas und Sips und so haben mich darauf aufmerksam gemacht, hey, du kannst auch Werbung machen oder sag doch mal, wie dein Kanal heißt, und die haben das dann auch gefragt im Chat, dann schreibst du das halt rein. Und logisch. Ja, dass dann gleich welche kommen, die rumweinen, das ist halt echt peinlich sowas. Aber egal, gehen wir mal wieder auf ernstere Themen zu, weil wir haben uns ja alle lieb hier und ihr habt uns ja auch alle lieb und... Ja, das ist schön. Wir haben ja hier unsere eigene tolle Community, die von Tag zu Tag wächst. Das stimmt, ja. Sogar Lukant hat schon jetzt 130 Abos oder sowas. Echt? Wahnsinn. Ja, aber auch... Mit null Videos. Das hat aber irgendwie wenig mit dem Stream zu tun, weil ich ja auch mit beim Stream war. Frau Mitchell. Und danach hatte ich keinen einzigen Abonnenten mehr. Nur jetzt, wo ich mit Alex zusammen aufgenommen habe, mit dem MB3, da kamen plötzlich 50 Abonnenten. Das MB3 ist ja auch lustig, also. Das ist echt ein cooles Spiel, also. Ja. Mir macht das Spaß. Wissen wir auch mal so, was echt? Machen zu obwohl ich echt lustig. War, obwohl ich total abkacke da drin, aber das war schon immer so und wird sich auch niemals ändern. Aber ich kann es ja auch nicht, deswegen, also, wir sind echt total schlecht drin. Ich werde nicht üben können oder sowas, um besser zu werden. Ich auch nicht. Ja, aber du hast vielleicht ein Grundtalent, was so Leute zu erschießen. Ja, das Grundtalent, Leute zu erschießen, danke. Ja, du hast Counter-Strike schon immer gespielt irgendwie und von daher weiß man ja so ein bisschen, wie es geht. Ne? Ist ja auch mal nett zu hören, wie deine Frau so von dir denkt, ne? Ja. Und was Schönes, also. Aber ich habe immer, ich will mal, dass wir uns alle mal gemeinsam treffen. Das wäre richtig geil. Also jetzt real life, weißt du? Wenn jeder mal irgendwann mal Zeit hat, dass wir irgendwann mal, also muss jetzt nicht in der nächsten Zeit sein oder sonstiges, aber irgendwann mal uns mal alles zusammen treffen. Also auf der Gamescom bin ich. Das ist halt für den Fanny. Auf den Gamescom werde ich wahrscheinlich auch hinfahren. Ich habe da sogar eigentlich vor, ein Fan-Treffen oder sowas zu veranstalten. Wo ist denn die? Ho, ho, ho. Köln. Letztes Mal war die an Rostock gewesen, ne? Nein, nee, Köln. Die Gamescom ist immer in Köln. Ja, da war es die Games Convention, nee. Ist das nicht gleiche? Die Games Convention, die ist in Leipzig. Aber irgendwas mit Games war jedenfalls in Rostock gewesen. Das weiß ich, wenn mein Bruder da irgendwann mal hinfahren ist. Hm. Ja, aber ich werde nicht an die Ostsee kommen. Ja, nee, klar. Und daher werden wir auch nicht von dir erwarten, dass du Mitte Deutschland reist. Doch, das erwarten wir. Warum nicht? Ganz wir ehrlich. Wir würden uns freuen, mal, klar, wenn du das machst. Also ich komme ja auch aus Berlin. Ich fahre auch 6 Stunden bis nach Köln, ja, aber... Also musst du nur bis nach Berlin fahren und dann kannst du mit Rio mitkommen oder sowas. Ja, das stimmt. Ja, genau. Das stimmt allerdings, das könnten wir mal machen. Dann kannst du ein bisschen Sprit abgeben, oder ein bisschen sich beteiligen und dann habt ihr beide was davon. Ja. Ja, dann schon mal schauen. Also wenn man es früh genug von Berlin aus die Bahn bucht, dann ist sie eigentlich auch immer günstiger, aber ja, da bin ich noch am Auschecken. Das ist gut, das werde ich auf jeden Fall... Also das könnten wir ja mal machen. Also wann ist denn die? Letztes Mal, 1. August? Das dauert noch ein bisschen, ja. Aber das ist also gut, ich habe Karten und Hotel schon vorbestellt, muss mal gucken, wann die ist. Also ich muss ja mehrere Tage da bleiben, wegen Beruf und so auch. Dämonikon, nee, wie ist es? Ja, Dämonikon, das ist mal da. Ja, ich darf ja nicht sagen, ob wir dann Stand haben oder nicht, aber es ist halt ein großes Spiel, das kommt in dem Jahr dann ja noch raus, also in diesem Jahr, also... Das darfst du nicht sagen? Nee, aber man kann sich ja vorstellen, ob das Sinn machen würde, ob da ein Stand kommt oder nicht. Du darfst nicht sagen, ob... Was ist das denn für eine... Naja, es ist halt, also ich bin da vorsichtig, ich habe da natürlich auch meinen MDA und sowas unterschrieben und
Solange so Sachen von meiner Firma oder von meinem Publisher noch nicht angeteased wurden, sage ich das halt nicht. Okay. So, halt. Da weiß ich es dann halt einfach nicht, sage ich mal so. Also okay. Verstehst du, wie ich meine? Ja, ist gut. Brauchen wir nicht weiter breitreden dann. Ja, das ist halt immer so kurz vor der GC kommen, kurz vor der Gamescom wird da immer veröffentlicht, wer wo mit welchem Line-Up da ist. Ist das irgendwie ein Highlight, ja? Bitte? Ist das dann ein Highlight, wenn man das bekannt gibt? Ach, ich habe keine Ahnung. Das ist halt typische Politik von Firmen. Du musst es ja auch kennen. Ja. Ein bisschen Geheimniskrämerei, damit du interessanter bist. Ich hau grad Glowstone kaputt. Achso. Dann bin ich mal jetzt fertig, ich komme jetzt gleich wieder hoch. Alles klar. So in etwa. Ich glaube immer am GameStop vorbei und da sehe ich jetzt im Moment eine Werbung für Darkness 2 oder so. Oh, ich habe jetzt den ersten Teil, ich habe den ersten Teil davon jetzt, also ich habe mir das vor ein paar Tagen, hat meine Freundin mir das vom Flohmarkt mitgebracht. Ich habe sie gesagt, sie soll mir irgendein Spiel mitbringen, wenn sie eins findet, was billig ist und ganz gut aussieht, soll sie mir einfach irgendeins mitbringen. Und dann kam sie nach Hause, hat mir sie Darkness 2 gegeben. Ich habe so gedacht, ja, gut, kann ich ja mal durchzocken, wollte ich sowieso mal machen. Und ja, ich habe das durchgezockt und ich muss sagen, der erste Teil war extrem geil und war auch extrem lang, finde ich. Auf jeden Warum Fall hast du es nicht aufgenommen? Weil das für PlayStation ist, PlayStation 3. Achso, du hast noch das Kabel nicht da, ja, ich. Ja, das habe ich mir jetzt gerade erst bestellt. So, ich glaube, ich Let's Play das trotzdem nochmal. Aber das Ding ist halt, dass das Spiel auch extrem schwer ist, weil normalerweise kennst du das ja bei Spielen, du kriegst so gesagt eine Mission, du kommst an. Der sagt dann so, geh da und da hin, um das und das zu machen. Und dann kriegst du so gesagt einen Wegpunkt und weißt halt, wo du lang musst und da und kriegst. Das Dolle an dem Spiel ist, du kriegst das nicht. Du hast so eine kleine Karte, aber nur wenn du auf Start drückst, oder Select war das, glaube ich. Und da gibt es eine ganz, ganz kleine Karte und da steht bloß der Stadtteil, wie der Stadtteil heißt. Aber die sagen nicht, was für ein Stadtteil das ist. Die sagen einfach nur die Straße. Dafür müsstest du dir merken, welchen Stadtteil welche Straße ist. Und so bist du immer so auf der Suche nach wo du hingehen musst. Das wird auch nirgendwo angezeigt und du kommst gar nicht drauf. Die Türen sehen alle gleich aus und du kommst nicht drauf, wo du hin musst. Und das war das echt Schwere an dem Spiel, finde ich. Bei Darkness 2 haben sie das verbessert. Da kriegst du jetzt immer eine Notiz, wo du hin musst. Ja, was für ein Spiel. Was ist das denn für ein Spiel? Das ist so ein Spiel, das heißt auch so Ego-Shooter. So Ego-Shooter-Horror-mäßig ein bisschen. Jetzt nicht so doll Horror. Ist mehr halt ein bisschen Metzeln. Das ist so, du bist so ein Mafia-Typi gewesen irgendwie und irgendwie aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht mehr aus welchem Grund, wollten dich denn die Leute von der Mafia umbringen und dann kam irgendwie irgend so ein komisches Monster ist halt in dir drin, irgendwie so eine Finsternis oder sonstiges und dann hast du so eine komischen zwei Arme noch und damit kannst du halt übelst die Menschen zerreißen und was nicht alles und musst dann nachher irgendwie gegen die Finsternis ankämpfen und was nicht alles. Das ist geil, auf jeden Fall richtig gut gemacht. Ich würde mich freuen, wenn ich den zweiten Teil auch irgendwann habe und das mal durchzock. Ich habe Alan Wake vor kurzem angefangen. Habe ich auch schon durchgespielt, aber das ist wirklich geil. Das Ende ist auch richtig gut. Also ich finde die Story auch ein Stück besser als von Max Payne. Aber das sagt der Entwickler ja auch selber, dass sie sich da ein bisschen mehr Zeit genommen haben für die Story. Das ist auch ewig in Entwicklung. Also, Alan Wake ist echt hammergeil gemacht, die Story ist auf jeden Fall übelst gut und es ist einfach nur geil. Ich finde Spiele gut, wenn man sich ein bisschen reinversetzen kann so und Gefühl einfach dafür da ist. Ich bin auch so ein, ich zocke auch am liebsten so ein Horrorspiel jetzt so Silent Hill und sonstiges und ich liebe Silent Hill einfach nur, ich finde es geil, irgendwas. Okay. Ja, Alan Wake hat mich am Anfang... Hier. Ich finde gerade den Ausgang nicht. Ist doof, ne? Ja, ist nicht gut. Alan Wake hat mich anfangs auch ein bisschen an Silent Hill erinnert, muss ich sagen. Ja, mich auch. Deswegen habe ich mir das auch vom Kumpel, also halt, ich habe mir die Xbox 360 damals gekauft und dann hat ein Kumpel mir ein Spiel, also ich habe ihn gefragt, ob ich mit Spiel ausleihen kann, weil ich ja keins hatte bis dahin. Und dann hat er gesagt, ja, kannst du ausleihen hier Alan Wake, habe ich mir gerade das mal gekauft, habe ich schon durchgezockt. Und deswegen, dann habe ich mir so aufgucken, mach mal an, habe ich dann bei ihm geguckt und dann hat mir das gleich von Anfang an so gefallen, weil, ich weiß nicht, das Feeling ist einfach nur hammergeil. Spielt ihr das auch immer schön nachts? Ja, es ist noch. Dann schockt es mehr, wenn man nachts solche Spiele spielt. Ja, das mache ich auch. Ich finde das geil. Ich habe ja irgendein. Ja, so Darkness. Ich mache ab jetzt in den letzten Tagen halt immer, war ich extrem lange wach, immer bis um 4 Uhr nachts oder sonstiges. Und habe halt noch mit Leuten gequatscht oder noch gezockt oder sonstiges. Und immer, wenn ich einen Rechner ausgemacht habe, habe ich dann nochmal die PlayStation angemacht, weil meine Freundin immer durchdreht, wenn sie mir Spiele kauft und ich die dann nicht spiele. So. Und dann habe ich nachher um 4 Uhr nachts immer noch angefangen, The Darkness zu spielen. Und das war arschdunkel hier und ich habe ja kein Licht angemacht oder sonstiges, weil meine Freundin ja hinter mir liegt und gepennt hat.
Und ja, das war ein bisschen gruselig. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. Ich wünschte, ich hätte eine Freundin, die eine Krise kriegt, wenn die Spiele nicht spiele, die sie mir mitbringt. Ja, das Ding ist aber auch, sie regt sich halt auf, weil ich bin ja auch einer, ich saß ja jetzt die letzte Zeit ganz schön oft vor dem PC, da regt sie sich natürlich auf, aber sie ist auch eine, ich habe mir Black Ops damals zur Xbox gekauft und da ist sie nachher schon ausgerastet, weil ich das eine Zeit lang dann wieder nicht mehr gespielt habe. Da so, ja, das haben wir scheiß umsonst gekauft und sonstiges und bla bla bla. Ich dachte so, ja, ich muss erstmal wieder drauf Lust kriegen und so, aber es ist cool. Also meine Frau regt sich immer nur auf, wenn ich zu viel spiele. Ja, meine auch. Auf jeden Fall. So ist sie aber auch. Ja, und vor allem hier YouTube, das ist ganz schön heftig. Ja, ich darf jetzt auch immer nur das ab 5 Euro. Da regt sich meine Freundin ehrlich gesagt nicht so sehr drüber auf. Also was YouTube anbelangt. Vielleicht machst du nicht so viel. Wir haben noch Kinder, das ist das, ne? Ja, das ist bei uns ja der Streitfaktor. Wir haben Hunde. Ja. Wir sind wie unsere Kinder. Also das ist schon etwas anders. Ich weiß es doch. Ja, aber es ist bei uns auch mal so der Streit. YouTube ist doch gar nicht so viel Zeit, was ich hier brauche. Nein, gar nicht. Aber bei mir ist halt der Punkt, ich schreibe nicht 500 oder 5000 Nachrichten pro Tag. Also jeder, der mit Let's Plays anfangen will, sollte sich ganz klar werden, es ist verdammt viel Arbeit, wenn man es richtig macht. Ja, und auch extrem viel Zeit beansprucht. Ja. Also ich hab diese Zahl bekommen, ohne dass ich eine einzige Nachricht geschrieben habe. Also ich will ja mit der Community kommunizieren. Ja, aber du wirbst ja auch dadurch, dass du Nachrichten schreibst. Oder hast du bis zuletzt? Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also da habe ich irgendwo bei 1000 Abonnenten mit aufgehört. Was denn? Werbung? Ja. Also das Werbung machst du nicht mehr. Nee, das mache ich schon lange nicht mehr. Das hätte ich auch gar keine Zeit mehr für. Also. Ja, am Anfang ist es ja auch wichtig, sowas zu machen, finde ich, damit man ein bisschen bekannter wird. Nee, finde ich gar nicht. Habe ich auch nicht gemacht. Und ich wurde auch so... Also, aber du hast länger gebraucht. 2 Monate. Siehst du, du hast länger gebraucht. Ja, naja, du hattest da vorher auch einen Kanal noch. Also viel länger habe ich nicht gebraucht. Qualität setzt sich am Ende halt durch. Eben. Deswegen habe ich auch mehr Abos als du. Richtig, weil hier in der Minecraft-WG die geballte Qualität vorhanden ist. Und genau. Das auch dein meistgesehenes Projekt ist, mit weitem Abstand. Das stimmt nicht. Mein Singleplayer wird im Moment mehr geguckt als die Minecraft-WG. Ich werde auch immer viel gefragt von Leuten. Ich nehme jetzt gerade was auf. Und das muss doch noch sein, ne? Also ich nehme irgendwas auf gerade. Ich sage ja immer Bescheid, so ja gut, ich werde jetzt offline, ich nehme was auf. Und dann fragen sie mich immer gleich, ja wo wird denn das hochgeladen? Wird das jetzt bei Rathamoon hochgeladen? Ist das so, nein, auf meinen Kanal. Wie kommt ihr darauf, dass ich das bei Rathamoon hochlade? Ich bin doch nicht Rathamoon, Mensch. Ja, also Fanny hat seinen eigenen Kanal. Da nimmt er auch auf und lädt hoch. Und ich tatsächlich auch. Der Rio auch. Rio Cut LP, bitte sofort mal drauf gucken, wer es noch nicht getan hat. Vielleicht sind ja ein paar interessante Projekte für euch bei. Wenn es interessant ist, abonnieren, ansonsten nicht. Weil Abos